Servus und willkommen, mein Name ist Marcel von der Firma Held und jetzt geht es um die Levinio Hecktasche. Die Levinio Hecktasche ist wirklich ein super universelles Gerät, passt auf fast jedes Moped drauf. Man muss natürlich ein bisschen immer gucken mit dem Auspuff, dass das Ganze nicht zu heiß wird oder aufliegt. Aber ich habe es zum Beispiel jetzt an einer 660er Tenere dran, auf die 700er passt es auch super. Auf der G6R hatte ich schon drauf gehabt, auf der 1000er, auf der CBR 600 war es auch schon drauf, auf der FZ6 war es drauf, also da geht echt einiges, muss man einfach mal ausprobieren. Die Tasche, da passt eigentlich alles rein, was man so zum Campen braucht. Also wir haben die im Einsatz gehabt auf Korsika, eine Woche Enduro-Tour, im Prinzip auf dem TED, mit Zelt mit dabei, Schlafsack, Isomatte, Kochzeug, ein kleiner Klappstuhl sogar. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Wechselklamotten, da passt wirklich eine ganze Menge rein, das ist unfassbar. Die Tasche hat also einmal ein großes Hauptfach, das man hier oben öffnen kann. Es ist ein wasserdichter Packsack drin, den man so ein bisschen auf die Seite stülpen kann, dafür sind diese blauen Dinger hier dann, damit das Ganze halt eben nicht im Weg ist, wenn man keine Wasserdichtigkeit braucht. Ansonsten klassisches Rollverschlusssystem, wie man es von Gepäckrollen kennt. Mit dem Klicksystem und dann ist das Ganze auch gesichert vor Regen. Ja, hier macht man so das hauptsächliche Zeug rein. Wie gesagt, wasserdicht, Zelt, Schlafsack, Isomatte, sowas. An der Seite gibt es auch noch ein Fach. Da kann man zum Beispiel sein Mittagessen reinpacken oder auch einen Klappstuhl. Also da passt auch einiges rein. Eine Flasche Wasser wird auch noch reingehen. Und wenn das Ganze immer noch nicht reicht vom Fassungsvermögen, kann man das Ganze nochmal erweitern. Klappt das ein bisschen runter. Haben wir noch mal etwas mehr Platz in der Tasche. Dasselbe natürlich auch auf der anderen Seite. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man die ganze Tasche überhaupt fest? Welche Punkte nimmt man da überhaupt? Das zeigen wir gleich. So, für die Montage, die ist eigentlich relativ einfach. Es gibt so schöne Bändchen im Endeffekt mit einer Schlaufe dran. Und dafür muss man sich einfach einen schönen Ort am Moped aussuchen. Also ich brauche im Endeffekt irgendeinen Punkt, wo man es befestigen kann. Jetzt haben wir natürlich hier eine Heckplatte drauf, das heißt, ich kann im Prinzip alles nehmen. Bei einem Sportbike, bei der G6R zum Beispiel, hatte ich es unter der Sitzbank. Da ist so eine Helmverriegelung. Die kann man zum Beispiel auch nehmen und das unter der Sitzbank einfach vorziehen. Ein Rahmenteil könnte man da nehmen. Teilweise auch Kennzeichenhalter. Also da muss man einfach beim Bike selber schauen. Das ist natürlich etwas unterschiedlich. Vorne nimmt man meistens die Fußraste von der Sozia oder halt eben auch ein Rahmenteil. Ja, führe ich das im Endeffekt einfach durch. Durch die Schlaufe, ziehe es schön fest und dann könnte ich es eigentlich auch so schon festmachen, dann wird es natürlich schön nach hinten gezogen, würde auch gehen. In dem Fall haben wir den Luxus, das auch noch ein bisschen zur Seite ziehen zu können, deswegen würde ich es euch einfach mal hier durchgeben. An der Tasche selber gibt es eine Schnalle, wo man es halt auch einfädeln kann. Und das war es auch eigentlich auch schon. Bändchen natürlich einfach irgendwie verräumen. So fest ist es. Jetzt zeigen wir es mal vorne. Also im vorderen Bereich haben wir solche Schlaufen, die lassen sich auch super nutzen. Selbe Prinzip, einfach festmachen, irgendein Teil aussuchen. Ja, jetzt ist die Sozius Fußraste irgendwie gerade weg. Aber es gibt ja auch trotzdem andere Stellen. Ich könnte es jetzt hier um den Rahmen machen oder halt hier um die Halterung einfach drum. Wobei jetzt merken wir, das reicht von der Länge nicht. Packen wir es also doch um den Rahmen, wie ich es vorher hatte. Wieder durch die Schnalle durch. Schön festziehen. Und das war's. Bändchen kriegt man eigentlich super aus dem Weg. Ein paar Mal einfach rumwickeln. Hier oben durch die dafür vorgesehene Gummilasche ziehen. Fertig. Das ist das Ganze bombenfest. Wie gesagt, eine Woche Korsika, hat super gehalten. Kann man gar nicht sagen. Das bleibt an Ort und Stelle. Man sollte immer überprüfen, ob es hinten nicht auf dem Auspuff anliegt. Und wenn doch, dann muss man natürlich schauen, muss man das irgendwie abisolieren oder ein bisschen mit dem Halter weg oder halt die Tasche so ein bisschen justieren, dass das Ganze wieder passt. Das muss man dann im Endeffekt je nach Fahrzeug ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das
ganze System lässt sich natürlich auch super ergänzen mit einem Gepäcknetz. So ein Gepäcknetz ist halt ein unglaublich praktisches Teil auf Reise, weil man kann mal eben schnell seine Einkaufstüte oder irgendwas drunter schnallen, einen Helm drunter packen oder egal was, ein bisschen Feuerholz, alles schon drunter gewesen unter dem Netz. Also das ist wirklich der Hammer, wie oft man das braucht. Festmachen, einfach auch irgendwelche Punkte suchen, wo man es halt einfach reinhakt. Dass es auch vernünftig hält. Ich nehme jetzt auch die hinteren Punkte von der Gepäckplatte und suche mir vorne irgendwelche Punkte. So, und schon ist es drauf. Jetzt kann ich einfach irgendeine Tüte drunter vom nächsten Laden und bin auf dem Campingplatz bestens versorgt mit meinen Lebensmitteln. Total easy, aber super praktisch.